Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Richtlinie 2.1 per Tastatur zugänglich der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im REMAX Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. WCAG gliedert sich in vier Prinzipien. Das Prinzip 2 ist überschrieben mit bedienbar und lautet: Bestandteile der Benutzerschnittstelle und Navigation müssen bedienbar sein. Ich zitiere hier aus der Übersetzung von Aktion Mensch, die hier unten angegeben ist. Die Richtlinie 2.1 lautet per Tastatur zugänglich und heißt im vollen Text: Sorgen Sie dafür, dass alle Funktionalitäten per Tastatur zugänglich sind. Die meisten Barrieren bei der Eingabe lassen sich durch eine Tastaturschnittstelle überwinden, entweder durch eine echte Tastatur oder Bildschirmtastatur oder durch Spracheingabe, mit der man Tastaturklicks erzeugen kann. Und das ist wichtig für folgende Benutzergruppen: Für blinde Benutzer mit Screenreader, die daraus Sprachausgabe erzeugen lassen, oder Blindenschrift. Sie können ja keine Maus benutzen, weil sie den Bildschirm nicht sehen und deswegen geht alles über die Tastatur. Auch sehbehinderte Benutzer profitieren davon, wenn sie eine starke Vergrößerung brauchen. Sie müssen ja immer, können immer nur kleine Teile eines Bildschirms auf einmal sehen und müssen da praktisch diesen Ausschnitt verschieben. Und es wäre umständlich, das jetzt mit der Maus zu machen. Stattdessen kann man einfach die Eingabeelemente und die Links mit der Tastatur anspringen und dann wird automatisch der entsprechende Ausschnitt anvisiert auf dem Bildschirm. Und auch Benutzer mit motorischen Einschränkungen an den Händen, für die ist das wichtig, die keine Maus benutzen können. Stattdessen benutzen sie vielleicht eine Tastatur, vielleicht mit Fingerführraster, auch die man auch noch dann benutzen kann, wenn man zittert, oder auch eine Bildschirmtastatur zusammen mit einem Schalter, sodass man eben auch noch Texteingaben erzeugen kann, wenn man nur mit der Hand einen Schalter betätigen kann oder zum Beispiel auch über das Augenzwinkern oder über die Wangenmuskulatur einen Impuls auslösen kann. Das geht dann mit dem Scanning. Und es funktioniert so, dass man auf der Bildschirmtastatur immer einen Block zuerst auswählt und dann diesen Schalter auslöst und dann bis zu der einzelnen Taste das praktisch heruntergeht und einen Tastenklick auslöst. Oder auch Benutzer, die Spracheingabe verwenden, weil es für sie dann am einfachsten ist, noch Text und auch Tastaturklicks zu erzeugen. Spracheingabe kann generell sinnvoll sein, auch für Benutzer, die die Hände voll haben, zum Beispiel Mechaniker in der Werkstatt oder ein Chirurg im OP oder wenn mal die Maus kaputt ist. Generell auch für das automatische Testen von Benutzerschnittstellen, denn es ist einfacher und stabiler. Testskripte mit Tastaturkürzeln auszustatten und Tastaturkürzel auszulösen als Mausklicks auszulösen auf Positionen, die sich leicht verändern können von einer Version auf die andere. Jetzt zu den Erfolgskriterien unter der Richtlinie 2.1. Das erste ist 2.1.1 und ist überschrieben mit Tastatur. Alle Funktionalitäten des Inhalts sind durch eine Tastaturschnittstelle bedienbar, ohne dass eine bestimmte Zeiteinteilung für einzelne Tastenanschläge erforderlich ist. Ich zitiere hier aus der Übersetzung von Aktion Mensch, die von WCAG 2.0, und das ist ja gleich geblieben in WCAG 2.1. Also es geht darum, dass eine Tastaturschnittstelle vorhanden sein muss, sodass ich eine normale Tastatur oder eine Bildschirmtastatur oder auch Sprachausgabe verwenden kann, zusammen mit der Webanwendung. Es wird nicht verlangt, dass es eine Maus-Schnittstelle geben muss. Das kann sein, aber es muss auf jeden Fall eine Tastaturschnittstelle vorhanden sein.
Und dann gibt es noch die Einschränkung, dass es nicht verlangt werden kann, dass es ein bestimmtes Timing gibt, wie man die Tasten drückt, also eine Sekunde unten halten oder so. Das könnte mit manchen assistiven Technologien ein Hindernis sein. Und es gibt noch eine Ausnahme, dass wenn die zugrunde liegende Funktion Eingaben verlangt, die vom Pfad der Bewegung des Benutzers und nicht nur von den Endpunkten abhängig sind, dass dann das nicht verlangt wird. Also wenn Sie irgendwie eine Zeichnung machen, sodass zwischen Anfangs- und Endpunkt noch irgendeine Linie oder eine Kurve gefahren wird und das wichtig ist für das Endresultat, dann brauchen Sie sich nicht an dieses Erfolgskriterium halten. Ist aber eigentlich nur bei Zeichenprogrammen der Fall. Ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele gegeben. Generell ist es wichtig, dass Sie HTML-Elemente verwenden, also Standardelemente, die dann vom Browser entsprechend auch so unterstützt werden, dass man sie mit der Tastatur bedienen kann. Das ist bei allen HTML-Standardelementen der Fall, zum Beispiel bei einem Link oder bei einem Bild, das man zum Link macht über das A-Tag oder auch über andere Eingabefelder, wie zum Beispiel die Checkbox. Hier sind Sie also auf der sicheren Seite. Wenn Sie anfangen, solche Elemente selber zu programmieren, dann müssen Sie aufpassen. Hier ein Versuch, der fehlschlägt. Einfach nur einen Text zu nehmen und den Span drumherum und dann On-Click ist nicht ausreichend, weil Sie jetzt dieses Element mit der Tastatur gar nicht erreichen können. Es ist nicht fokussierbar. Sie müssen dann auch noch dafür sorgen, dass man es fokussieren kann. Und Sie sollten den Mauszeiger entsprechend umformen. Sie müssen also an eine ganze Reihe von Dingen denken, auch zusätzlich noch mit der Accessibility API, das entsprechend kommunizieren, welche Rolle dieses Element hat. Das werden wir dann in der Richtlinie 4.1 noch erfahren. Also, wenn Sie es selber machen, dann müssen Sie es richtig machen, dann müssen Sie auch an vieles denken. Am besten, Sie verwenden Standardelemente oder solche, die aus Bibliotheken stammen, die eben auch barrierefrei programmiert worden sind. Das ist noch ein bisschen ein komplexeres Beispiel. Hier wurde versucht, eine interessante Seite zu gestalten, so ein bisschen eine Gaming-Experience zu schaffen für den Benutzer. Man kann, es war um die Weihnachtszeit, man kann Schneeflocken mit der Maus anklicken. Man sieht hier also eine Schneelandschaft mit Bäumen und die Flocken fallen vom Himmel, animiert. Und jetzt ist das Spannende hier und das Interessante mit der Maus, irgend so eine Schneeflocke zu treffen, während sie fällt. Und dann wird ein Weihnachtsgruß angezeigt, hier als Beispiel Weihnachtsgruß Nummer 143, wie schön, dass es dich gibt. Das ist jetzt so ein Verstoß gegen dieses Erfolgskriterium, weil man es nur mit der Tastatur bedienen kann. Aber ein Benutzer, der nur die, Entschuldigung, weil man es nur mit der Maus bedienen kann. Aber ein Benutzer, der nur die Tastatur zur Verfügung hat, möchte jetzt auch einen Weihnachtsgruß bekommen. Wie könnte man das machen? Da ist die Kreativität gefragt. Es gibt hier viele Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man über einen Button, der auch per Tastatur erreichbar ist, diese Schneeflocken einfrieren, sodass sie nicht mehr fallen. Und dann könnte man langsam mit der Tastatur jede einzelne Schneeflocke fokussieren und eine entsprechende auswählen. Oder man könnte, ein bisschen spannender vielleicht, so einen Korb hier machen, den man unten horizontal bewegen kann über Pfeiltasten und mit dem man Schneeflocken einfangen kann. Und sobald eine Schneeflocke hereinfällt, bekommt man den Gruß angezeigt. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, das zu machen und es ist nicht so, dass barrierefreie Webanwendungen immer schlechter aussehen oder weniger interessant sein müssen. Es geht einfach darum, Alternativen zu schaffen, gleiche Ziele auch auf unterschiedliche Weisen erreichen zu können. Das Erfolgskriterium 2.1.2 ist eng verknüpft mit dem vorigen. Es heißt keine Tastaturfalle und es geht darum, dass man eben auch aus einem Element, und das kann durchaus ein komplexes Element sein, wieder rauskommt, wenn man mit der Tastatur hineingekommen ist. Wenn der Tastaturfokus durch eine Tastaturschnittstelle auf einen Bestandteil der Seite bewegt werden kann, dann kann der Fokus von diesem Bestandteil wegbewegt werden, indem man nur die Tastaturschnittstelle benutzt. Also auch wieder herauskommen, nur über die Tastatur.
Das muss so programmiert werden, eventuell. Wenn Sie irgendwelche Plugins verwenden wie Flash oder so, dann müssen Sie das tatsächlich abfangen. Oder bei Pop-ups, die per JavaScript programmiert sind. Jetzt gibt es noch einen Zusatz. Wenn man dazu mehr als nicht modifizierte, also ohne Umschalttasten zu benutzen, Pfeil- oder Tabulatortasten oder andere übliche Ausstiegsmethoden benutzen muss, dann wird der Benutzer über die Methode zum Bewegen des Fokus informiert. Also wenn man nur Escape oder per Tab wieder rauskommt, dann brauchen Sie nichts dazu schreiben. Aber wenn Sie verlangen, dass der Benutzer irgendeine komplizierte Tastenkombination drückt mit Umschalttasten, dann müssen Sie das auch hinschreiben, weil der Benutzer sonst alleine nicht draufkommen würde. Hier ein Beispiel. Auf einer Webseite wird ein Pop-up erzeugt, eine Werbung von 1 und 1. Man kann hier mit der Tastatur zwar innerhalb der Werbung navigieren über die Links, aber dieses kleine Kreuzchen rechts oben, das man schwer findet, aber das ist jetzt für alle gleich schwer, deswegen ist kein Problem der Barrierefreiheit. Dieses kleine Kreuzchen ist nicht per Tastatur zugänglich und deswegen können Sie, wenn Sie eine Tastatur benutzen, das Ding nicht mehr zumachen. Es bleibt Ihnen dann nur noch über Tastaturkürzel das ganze Browserfenster zuzumachen oder zumindest das Tab, das offen ist. Und das ist dann ein Verstoß gegen WCAG. In WCAG 2.1 ist jetzt noch ein Erfolgskriterium dazugekommen, das 2.1.4, überschrieben mit Tastaturkürzel. Es lautet, und das ist jetzt meine eigene Übersetzung, wenn ein Tastaturkürzel im Inhalt implementiert ist, der nur einen Buchstaben, und das kann ein Groß- oder Kleinbuchstabe sein, ein Satzzeichen, eine Ziffer oder ein Symbolzeichen benutzt, dann trifft mindestens eine der folgenden Aussagen zu. Also es geht hier um Probleme, die durch Spracheingabe oder durch versehentliches Auslösen einer Taste verursacht werden können. Und wenn das jetzt gleich einen Befehl auslöst, dann kann es passieren, dass ich über Spracheingabe eine ganze Reihe von Befehlen auslöse, die zum Chaos führen, die meine Webanwendung so verändern, dass ich hinterher nicht mehr zurückkomme. Und das soll verhindert werden durch eine der folgenden Maßnahmen. Also eine ist ausreichend. Die erste wäre Ausschalten. Es gibt einen Mechanismus, um das Tastaturkürzel abzuschalten. Also ich kann in der Webanwendung durch Settings oder durch einen anderen Mechanismus das abschalten. Das könnte auch im Browser ein eingebautes Flag sein, aber das muss dann eben unterstützt werden von der Anwendung. Oder umlegen. Es gibt einen Mechanismus, um das Tastaturkürzel umzudefinieren, sodass es ein oder mehrere nicht druckbare Tastaturzeichen verwendet. Mit Control-Alt etc. Also solche Zeichen, die nicht druckbar sind, die also irgendwo mit Umschalttasten verbunden sind, die sind weniger wahrscheinlich aus Versehen ausgelöst zu werden. Und wenn ich jetzt dem Benutzer erlaube, solche Tastaturkürzel zu wählen, dann ist es auch okay. Und das Dritte, nur bei Fokus aktiv, das Tastaturkürzel ist nur aktiv, wenn die entsprechende Komponente Fokus hat. Also dann kann es ja auch nicht so leicht passieren, dass ich es aus Versehen auslöse, wenn ich genau auf diesem Element sein muss, um den Befehl auszulösen. Das war Richtlinie 2.1 per Tastatur zugänglich aus der Reihe Remax Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter gpii.eu/wcag21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.